Ja, in diesem Video geht es jetzt um zwei Wertpapiere, die eine Nullkorrelation zueinander haben oder keine Korrelation, wie man das auch nennen will. Als Korrelation rechne ich mir jedenfalls den Wert 0 aus. Sie schwanken also beliebig zueinander. Es ist kein System erkennbar. Sie schwanken nicht in die gleiche Richtung und sie schwanken auch nicht entgegengesetzt, sondern vollkommen unabhängig voneinander. Ja, ich habe hier wieder unsere beiden schon bekannten Wertpapiere A und B gewählt, und wenn ich ständig neue Zahlen ausrechnen müssen, ich sage mir, wir wissen jetzt zu diesen Wertpapieren, dass A den Erwartungswert 3 und B den Erwartungswert 5, A die Standardabweichung 1 und B die Standardabweichung 5 hat. Ansonsten schauen wir mal in den Videos zuvor rein. Ja, welche Korrelation hat die jetzt? Okay, ich habe jetzt schon gesagt, das ist die Korrelation 0. Das können wir aber rechnerisch nochmal nachvollziehen, indem wir die Kovarianz ausrechnen von A und B. Die wäre jetzt hier im Umweltzustand 1, 2 minus 3, die Differenz Ergebnis minus Erwartungswert bei A und 0 minus 5 bei B mal 0,25, und das für die anderen Umweltzustände analog. 4 minus 3 mal 10 minus 5 mal 0,25 plus 2 minus 3 mal 10 minus 5 mal 0,25 plus 4 minus 3 mal 0 minus 5 mal 0,25. Käme hier raus. In der ersten Zeile haben wir minus 1 mal minus 5 mal 0,25, ist also minus 5 mal 0,25. In der zweiten Zeile 1 mal 5 mal 0,25 plus 5 mal 0,25. In der dritten Zeile minus 1 mal plus 5 ist wieder minus 5 mal 0,25. Und in der vierten Zeile 1 mal minus 5 mal 0,25. Wo muss ich einen Fehler gemacht haben? 2 minus 3, 10 minus 5. Das hier war minus, das hier ist minus. Hier mal plus. Achso, der erste kriegt auch Minus mal Minus ist Plus. Ja. Dann haben, im ersten haben wir hier Minus 1 mal Minus 5 ist Plus 5 mal 0,25. Und jetzt in der letzten Zeile haben wir nochmal Minus 5 mal 0,25. Ja, das ist schlicht 0. Ja, die heben sich hier auf. Die Summen hier mit Plus Plus Minus Minus. Und dann kommt 0 raus. Und dann muss ja auch unsere Korrelation AB gleich Kovarianz AB durch Sigma A mal Sigma B gleich 0 durch 1 mal 5 gleich 0 sein. Wir haben hier also tatsächlich zwei Wertpapiere, die jetzt nichts miteinander zu tun haben, nichts Systematisches zumindest. Und ja, die können wir jetzt wieder als Punkte in dem Mu-Sigma-Diagramm eintragen. Auch das haben wir bereits zweimal gemacht. Also sagen wir, hier sind 3 und hier sind 5. Ich mache das mal nicht ganz maßstabsgerecht, damit man irgendwie ein bisschen was besser erkennen kann. Hier haben wir 1, hier haben wir 5. Und das ist unser Wertpapier B, das ist unser Wertpapier A. Ja, und wie sieht es jetzt, wie sieht unsere Portfoliolinie aus in diesem Falle? Wir kennen ja schon die Portfoliolinien für die Situation Rho gleich plus 1. Da war es die direkte Verbindung zwischen A und B. Wir kennen die Portfoliolinien für die Situation Rho gleich minus 1. Da war es so, ja, ein Dreieck sozusagen zwischen A und B. Und irgendwo in dem jetzt gebildeten Dreieck aus diesen beiden Portfoliolinien befindet sich jetzt unsere Portfoliolinie für Rho gleich 0. Die wird irgendwie so aussehen. Eng bei mir geworden. Ich nehme hier unterschiedliche Farben. Für die unterschiedlichen Situationen. Machen wir mal hier in grün. Rho gleich minus 1
vielleicht in Rot, Rho gleich plus 1. Und jetzt haben wir in Schwarz unsere Portfoliolinie, die eigentlich jetzt hier ohne Korrelation entscheidend ist für Rho gleich 0. Ja, und diese Portfoliolinie, die hat hier eine Stelle, wo unsere Varianz von A und B minimal ist, sozusagen. Und das ist jetzt von mir erstmal nur so eine Behauptung, das können wir aber relativ leicht nachvollziehen mathematisch, deshalb will ich das mit Ihnen zumindest mal machen, damit Sie mir das auch glauben. Ich könnte ja wieder meine Varianz der Mischung Sigma AB Quadrat nach allgemeiner Formel so notieren, Sigma A XA Sigma A zum Quadrat plus XB Sigma B zum Quadrat plus 2 XA Sigma A XB Sigma B zum Quadrat mal Rho AB. Ja, und jetzt könnte ich für Rho AB hier diese 0 einsetzen, dann würde der gesamte rechte Summand wegfallen und es bleibt über Sigma AB Quadrat ist gleich XA Sigma A zum Quadrat plus XB Sigma B zum Quadrat. Hier setzen wir vielleicht wieder für XB gleich 1 minus XA ein, damit wir bloß noch eine Variable haben, weil die ja nun mal im Zusammenhang miteinander stehen. Ja, und nun haben wir eine Funktion Sigma AB Quadrat von XA. Denn wir haben zwar noch auch noch die Buchstaben Sigma A und Sigma B rumzustehen, aber das sind ja Zahlen, die wir einsetzen können. Ja. Aber XA können wir so gestalten, unseren Anteil, dem Wertpapier A in der Mischung, dass wir die Varianz der Mischung minimieren wollen. Und da haben wir hier so einen Minimierungsauftrag. Ich möchte also die kleinstmögliche Varianz erreichen. Durch die richtige Wahl von XA schreibt man hier manchmal so dahinter. Ja, wie können Sie ein Minimum bestimmen? Durch Ableiten und Null setzen. Ich weiß, dass ich jetzt bei einigen Studenten vielleicht irgendwelche Ablehnung hervorrufe. Schon das Wort Ableiten oder Differenzieren ruft es manchmal hervor. Aber wir machen es mal ganz kurz. Sie müssen es dann vielleicht auch nicht selber nachvollziehen. Sie können sich ja zum Schluss die Formel merken. Also hier würde ich sozusagen dieses Sigma AB Quadrat ableiten jetzt nach XA. Wir können auch Strich dafür schreiben oder wie auch immer. Ich schreibe es mir hier so als Differentialquotient. Und dann muss ich ja nach diesem XA hier ableiten. Erstmal den ersten Summanden. Ja, steht nun in einer verketteten Funktion, müssten wir erst die äußere Ableitung machen, das wäre 2xa Sigma A. Und dann noch, könnte ich jetzt die Klammer weglassen, hoch 1 eben. Ja. Und jetzt müsste ich aber noch multiplizieren mit der inneren Ableitung. Das heißt, ich müsste hier diesen Klammerausdruck, den ich bis jetzt so geschlossen für sich behandelt habe, nach xa selbst ableiten. Und das ist nochmal Sigma A, wenn wir das ableiten, können wir da so ein Quadrat drüber hängen. Ja, mit dem zweiten Summanden gehen wir ganz genauso vor. Leiten wir erstmal die eckige Klammer ab. Das wäre 2 mal eckige Klammer, das ist 1 minus xa mal Sigma b. Hoch 1 brauchen wir nicht hinschreiben. Dann leiten wir die eckige Klammer selber nach der runden Klammer ab. Da wäre die Ableitung Sigma b. Die hänge ich mal einfach hier mit drüber als Sigma b Quadrat. Und dann leiten wir noch die runde Klammer nach xa ab und das ist minus 1. Deshalb mache ich einfach ein Minus davor und dann haben wir es schon abgeleitet oder abgelitten, je nachdem wie man es sehen möchte. Und das setzen wir jetzt hier in gleich 0. Ja, und nun können wir uns das xa ausrechnen, wo jetzt die Varianz minimal ist. Ja. Denn wir haben jetzt die Varianz minimiert sozusagen. Das ist die notwendige Bedingung für ein Varianzminimum. Und nun können wir uns das x ausrechnen, für das das gilt. Vielleicht machen wir hier gleich wieder so ein Sternchen ran oder so.
So wissen, das ist jetzt hier gar nicht mehr eine Variable, sondern schon unsere Lösung. Wir müssen bloß noch danach umformen. Können wir vielleicht die ganze Gleichung erstmal durch 2 teilen und jetzt den negativen Summanden auf die andere Seite bringen. Müssten wir auch nicht, lassen wir ihn erstmal hier. Also ich habe xa Stern Sigma a Quadrat minus, dann haben wir hier ein Sigma b Quadrat. Minus mal Minus ist plus xa Sigma b. xa Stern Sigma b Quadrat ist gleich 0. Jetzt bringen wir den absoluten Term auf die andere Seite und klammern auf der linken Seite unser xa Stern aus. Sigma a Quadrat plus Sigma b Quadrat. Und auf der anderen Seite steht auch noch das rüber addierte Sigma b Quadrat. Dann haben wir schon unsere Lösung. xa Stern ist gleich Sigma b Quadrat durch Sigma a Quadrat plus Sigma b Quadrat. Ja, was ist daran so besonders an diesem Ausdruck? Wir sehen, dass dieser Ausdruck xa Stern zwischen 0 und 1 liegen muss, weil wir auf der rechten Seite zum Sigma b Quadrat im Nenner noch eine Zahl dazu addieren. Kann also niemals 0 sein, kann aber auch niemals 1 sein, muss irgendwo dazwischen liegen. Inhaltlich bedeutet das, dass unser Minimum, unser Varianzminimum für die Mischung und damit auch das Minimum der Standardabweichung für die Mischung aus A und B zwischen A und B liegt. Obwohl ich beide Wertpapiere nichts miteinander zu tun haben, weder Wertpapier A mit Wertpapier B noch andersrum. Also ich kann gar keinen Zusammenhang erkennen zwischen den Schwankungen der Wertpapiere, liegt das Varianzminimum nicht bei dem Wertpapier A, was vielleicht die kleinere Varianz hat, 1, also Standardabweichung jetzt hier, im Verhältnis zu 5 von Wertpapier B. Selbst wenn ich zu dem vergleichsweise sichereren Wertpapier A mit der Standardabweichung 1 das unsicherere Wertpapier B mit der Standardabweichung 5 dazu mische, sinkt die Varianz erstmal ein bisschen. Unser Minimum muss zwischen A und B liegen und unsere Portfoliolinie muss deshalb so gekrümmt sein, wie ich es ja eingetragen habe für Rho gleich 0. Wir haben hier also die varianzminimale Mischung. Wir könnten uns hier das sogar ausrechnen, welchen Anteil unser Wertpapier A jetzt haben muss dazu. Ich schreibe mal hier drüben ein bisschen weiter, mal mehr Platz. Das wäre bei xa Stern ist gleich. Unser Sigma B ist ja 5, also 5 Quadrat. Und Sigma A war 1, 1 Quadrat plus 5 Quadrat. Wäre also bei 25 durch 26. 96% ungefähr. Also ich müsste, um zu diesem Minimum zu kommen, zum Wertpapier A 4% von Wertpapier B dazu mischen. Dann habe ich eine geringere Varianz als im sichereren Wertpapier A selbst. Und das ist vielleicht das Besondere, obwohl beide Wertpapiere vollständig unkorreliert miteinander sind. Ja, das ist das Prinzip von Fondsanlage, wenn Sie so wollen. Wir werden das im nächsten Video auch nochmal zusammenfassend uns anschauen.